Ihn einfach. So, okay, erst einmal. Das. Dann haben wir erstmal eine Kiste wieder frei. Das. Ich brauche eigentlich gar nicht gucken. Ich mache das jetzt einfach so. Bevor ich dann hier wieder auf irgendwelche Ideen komme. So. Ich habe unter anderem auch offscreen mal ein paar größere Artefakte zusammengebaut, weil das war mir echt ein bisschen zu viel, was wir in der letzten Zeit gefunden hatten. Ich hatte ja unter anderem auch diverse Spurenleser Brustpanzer Runs gemacht gehabt bei den Take-In, damit ich den endlich finde. Ich habe mir ja mittlerweile. Aber das ist halt so ein bisschen. Es ist scheiße mit dem mit den Rollen, die man so gefunden hat. Natürlich, wenn du halt schon einen guten Fundus an kleinen arkanen Rollen zusammengebastelt hast, dann ist das ein leichtes, ja, die dann wieder zusammenzubauen. Aber ich habe jetzt beispielsweise irgendwas um die, warte mal, ich habe das mir gestern aufgeschrieben, ich glaube sieben große Artefakte zusammengebaut und ich habe aber, ich glaube 12, weil bei diesen 5 anderen Artefakten, da fehlen mir, ich glaube, zwei arkane Formeln. Zwei kleine Fitzel arkane Formeln. Da könnte ich 5 von diesen anderen da zusammenbasteln. Ja, also es ist ein Grauen. Es ist ein Grauen. Ja, du kommst nicht dahin, ja, weil dir irgendein Fitzel fehlt, ja. So, einfach nur so diese Blaupause, baue das und das, ja. Dann, und wenn du das hast, dann kannst du dann auf einmal vier oder fünf Artefakte wieder zusammenbauen. Es ist echt ein Traum. Ich glaube, mir haben 2 Rollen gefehlt. Aber ich frag mich nicht, welche. Frag mich nicht, welche. Ich habe das jetzt auch schon wieder aus Eigenschutz verdrängt. In der Hoffnung, dass ich das dann einfach so in den letzten Wegen, beziehungsweise in den letzten Meterchen, in den letzten, ja, wie soll ich sagen, hier in den letzten wirklich Gebieten von Episch dann noch finden werde. Aber man darf ja unter anderem auch nicht vergessen, dass man im legendären Modus ja auch noch kleine Artefakte Rollen finden kann. Ja, also das sollte man auch immer noch auf dem Schirm haben. Das heißt nicht, sobald du aus dem normalen Modus raus bist, dass du alle kleinen Artefakte zusammen hast. Nee, junger Padawan. Ja, also da hast du dann erst einen Bruchteil davon. Natürlich gibt es dort überwiegend, den überwiegenden Teil an kleinen Artefakten, aber es gibt dann halt auch noch immer noch welche im legendären Modus. Nur so zu Info. So. Ja, ich bin gerade Super Mario. Ich habe gerade einen Pilz gegessen. Einen Pilz genascht. Nee, ach nee, das ist ein Stern, ne? Ein Stern, dann ist er unsterblich. Okay, gut. Ich lasse es. Also ich find's ja blöd. Hä, was? Ey, warte mal, warte. Schaut mal, was bei diesem. Bei einer Krabbe. Du kannst mir nicht sagen, dass eine Krabbe ein Insektoid ist. Wieso ist denn eine Krabbe ein Insektoid? Ja. Hättest du Aquarianer hingeschrieben, dann hätte ich das ja noch eingesehen. Das ist ein Aquarianer. Es ist eine Aquakreatur. Aber noch kein Insektoid. Jetzt kommen wahrscheinlich nicht wirklich die Biologen an und sagen, hey Mate. Ja, das sind dann die, die dann erstmal ihre Beine übereinander schlagen und sagen, hey Mate. Du musst wissen, eine Krabbe hat auch 6 Beine. Ja? Ja, und deswegen ist eine Krabbe aus der Familie der Insektoiden. Und du bist ein Idiot, Mate. Ja. Genauso kann ich mir das vorstellen, ja, wie die Leute dann das in die Kommentare reinschreiben. Als Begründung dafür, dass eine Krabbe ein verfuckter Insektoid sein soll, ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Nun gut. So, wir gehen mit 7 Meilenstiefeln auf die 60 zu. Ja, Meltas wird endlich bald 60. Kriegt dann halt auch endlich einen Rentenbescheid zugeschickt. Bei 40 Jahren hat er schon gearbeitet. Ja, mindestens. Dann kriegt er auch seine 2,24 Euro Rente. Ja. Das ist natürlich ein Monatsbetrag, Freunde, ja. Und kein Jahresbetrag. Tagesbetrag. Nee, ich muss mit 2,24 Euro muss ich über den Monat kommen. Ja, Bezahler von meiner Wohnung. Ziemlich geil. Ah. Ba, 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 da, ba, ba. Ah, die Kneifen. Alter, den habe ich einer verpasst, du. Oh, das ist aber auch schön. Hast du das gesehen, wie wir den weggeschneipert hatten? Das war echt nicht schlecht, da. Da muss ich sagen, der Meltas, das ist schon Jutta. Das ist schon, der ist schon wie ein junger Gott da. Ja, also, wenn ich kein Bild von den Backstreet Boys über mein Bett zu hängen hätte, dann würde ich dann erstmal ein Bild von den Meltas drüber hängen. Das ist nämlich der, da habe ich mich verläuft in den. Aber volle Leute, da habe ich mich in den verläuft. So. Also solche Briefe kriege ich sehr oft geschrieben von jungen Zuschauerinnen. Ja. Die packen halt auch immer Bilder dazu und ich finde, Chantal, ich finde deinen rosanen Jogginganzug wunderschön, ja. Also der und also der, also das, also ich bin so emotional gerührt, dass mir hier gerade die Wörter fehlen, ja, die ich sagen möchte, ja. Der umschmeichelt nämlich so deine Gesichtsrundungen, ja, und es ist einfach wunderbar, Shani, ja. Das ist einfach toll. Ja, ich sollte vielleicht doch nicht so spät abends noch spielen. Ich werde langsam ein bisschen irre im Kopf. Das merke ich ja selber. Ich denke mir hier gerade irgendwelche Fangirls aus, die mir irgendwelche Briefe schreiben, die sie gar nicht tun. Shani, das bleibt unter uns. Verteilchen. Ja. Ja. Ba, 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 da, ba, ba. Da, 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 da. Wir gehen doch jetzt wirklich auf die Ebene des Gerichts zu, oder nicht? Das ist doch dann... Ach, nee, 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 nee. Stadt der Untoten. Stadt der Untoten und dann kommt die Ebene des Gerichts. Wir müssen nämlich dann erst noch durch dieses Dämonenlager. Und wenn wir dann durch den Dämonenlager durch sind, ja, dann kommen wir nämlich Ebene des Gerichts und dann nach Ebene des Gerichts, dann kommt Elysion. Ich bin so ein junger Gott. Ich weiß es einfach alles aus dem Kopf. Einfach so aus dem Kopf. Ja, super geil. Super geil. Statt der verlorenen Seelen haben wir es auch nochmal amtlich. Da siehst du, gucke. Gucke, hast du das gesehen, wie wir da den Brunnen aktiviert haben? Super Sache. Ja. So, jetzt gucke ich nochmal auf meinen rechten Schirm. Sehe gerade 57 Minuten. Denk mir so, oh Mensch, ja. Zwei Folgen haben wir definitiv drinne. Laufe ich jetzt noch zur Stadt der Toten? Oder zur Ebene des Gerichts? Oder lasse ich das dem Zukunftsmelders? So, ich habe ja gerade selber gesagt, ich werde langsam irre. Ja, weil ich ja hier anfange, mir irgendwelche Briefe einzubilden, beziehungsweise von irgendwelchen Briefen zu reden, die gar nicht existieren. Aber ich denke mir, Mensch, das macht jetzt gerade so ein Gaud, ja? So ein Gaudi, hä? Das ist doch schon irgendwie toll, ne? Außerdem kann ich das dann unter anderem unter eine der Meltas wird verrückt Folge definieren. Meltas wird verrückt. Oder der verrückte Meltas. So, und dann kriege ich wahrscheinlich über die Einschaltquoten, ja, hier 50 Leute mehr, die meine Videos gucken und disliken. Ist natürlich auch was Geiles, ja. Ist super geil. Man kann ja, es gibt ja zweierlei Arten von Fame. Einmal dieser Hate-Fame und einmal dieser Hype-Fame. Also
Wieso ist denn hier schon wieder ein Kackbrunnen? Weil ich ja immer durch so einen komischen Scheiß-Tümpel gelaufen bin, oder was? Okay, den Heiltrank, den brauche ich nicht mehr. Der ist danach ganz unten gefallen. Den hole ich mir nicht. Den brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Ja. Pass auf, da kommen die dicken Affen jetzt gleich in die Ecke. Die kommen um die Ecke. Ich bringe sie um die Ecke. Ah, entdecke da Badalivia. So, sehr schön. Für die Leute, die sich jetzt gerade fragen, das kommt mir so bekannt vor. Wo kommt denn das her? Da werde ich eh Probleme bekommen mit YouTube, ja, weil das hat sich 1:1 so angehört wie bei König der Löwen. Nicht, dass da mein Video gesperrt wird. Ja, aufgrund von GEMA-Gründen. So, aber ich werde das schon mit YouTube regeln, dass das hier alles so bleibt. Das muss ich dann nochmal nachweisen, einem YouTube-Mitarbeiter, dass das wirklich meine Stimme war und nicht ein Einspieler von König der Löwen, und dann passt das schon, ja, Freunde. So, es war, wie ihr es schon wahrscheinlich erraten habt, ja, von König der Löwen. Das war, als Simba geboren wurde. Also König der Löwen, Disney-Filme, damit mein, also ich, wenn ich irgendwelche Disney-Filme anspreche, dann meine ich natürlich immer den ersten Teil, weil das ist halt so, als Mensch der 90er Jahre, da waren die Filme noch gut, ja. Da musste noch kein zweiter Teil produziert werden. Da hat man die Märchenfilme noch beim ersten Teil geguckt und fand sie gut. Und alles, was dann der zweite Teil war, war scheiße, grundsätzlich. Die habe ich mir noch nicht mehr angetan, ja. So scheiße waren sie, zum Großteil. Ich sag bloß Ariel. Ariel, Leute, Ariel. Jetzt nicht sagen, dass Meltas Ariel geguckt hat. Aber ich habe den zweiten Teil zum Beispiel nicht gesehen und den dritten. Ja, ich weiß bloß in groben Zügen durch Bekannte und Freunde und Verwandte, um was es da ging. Da ging es nämlich dann irgendwie um dann noch eine Tochter, die dann unter anderem auch irgendwie total retarded wurde und dann auch meinte, auch ja, ich muss unbedingt auch am Land laufen können und tanzen und so, wie meine Mutter damals. Und dann gibt es da unter anderem auch noch eins mit Vietnam-Flashbacks, wo dann gezeigt wird, wie die Mutter von Ariel da stranguliert wird und in eine Tufoldose gedrückt wird. Ja, das ist, es ist krass. Ja, es ist krass, was einen eigentlich gar nicht interessiert. Ja, das wird dort dann einfach aufgebaut. Ja, das ist eigentlich nur eine Botschaft gegen japanische Walfänger. Ja, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass Ariels Mutter ein Wal war, aber etwas Ähnliches. Wieso kann sich sonst ein Mann mit einem Fisch paaren und dann wird eine Meerjungfrau raus, ja? Also, das muss ja auch schon ein Säugetier sein. Also, entweder muss er einen Wal oder einen Delfin gebumst haben. Also, somit ist so, Freunde, ist so. Gut, so, genug Scheiße gelabert. Jetzt wollen wir hier mal wieder ein bisschen Ernst in diese Sache bringen. Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Stadt der verlorenen Seelen immer noch und laufen jetzt hier gegenwärtig ein bisschen nach unten. Ja, es geht mit uns nur noch bergab anscheinend. Ja, hier gehen wir auch gleich rechts, weil wir wissen natürlich als jemand, der bereits hier schon des Öfteren war, dass hier eine kleine Sackgasse ist. So, aber das soll uns nicht weiter stören. Weil wir natürlich ja die gesamte Karte erkunden wollen, ja, und da müssen wir auch in die Sackgassen gehen, auch wenn wir wissen, Mensch, so eine Sackgasse ist halt nicht sehr weiterführend, beziehungsweise halt nicht so weiträumig, deswegen, ja, wir wollen es trotzdem wissen, ja, beziehungsweise erkundet, deswegen gehen wir da einfach nur rein.
So, und wenn meine Sätze keinen Sinn mehr ergeben, dann hängt das wirklich mit meiner Müdigkeit zusammen und dass ich ein bisschen übermüdet bin. Aber ich möchte das jetzt hier noch durchziehen, Freunde, ja? Man muss sich Ziele setzen und auch im Leben durchziehen, ja? Und nicht bei 99% abbrechen und sagen, oh Mensch, oh nee, Führerschein hat da eh jeder, mache ich nicht fertig. Ja, ich will ja nicht so sein wie jedermann. Aber erstmal 1000 Euro dafür zahlen. Da kenne ich nämlich Leute, die das gemacht haben, wo ich mir so sage, Alter, warum? Warum macht man das? Why? Why tut man sowas? Da bin ich echt ein bisschen sehr jüdisch, ja. Ein bisschen sehr, sehr geldbezogen. Zumindest werde ich immer sehr jüdisch genannt, ja, auch wenn ich so eine lange Nase habe. Ich find das auch nicht wirklich beleidigend. Ich finde das eher amüsant, dass man mich als Juden bezeichnet. Aber ist so. Ah! Ah, Panik! Panik! Ich habe grundsätzlich Panik, wenn ich gestunt werde. Ich weiß nicht warum, aber es sind halt wieder Dampfflashbacks. Ja, gut. Ja, ich mache jetzt nochmal einmal das hier. Und das hier. Und dann haben wir's. Super. Ja, super. Und oh, hier ein Schreien der Erfahrung. Aber jetzt hagelt's Arschlöcher. Ja, tote Arschlöcher jetzt hier. Bäm, 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 bäm. Maschinengewehr, du. Hier, eine richtig schöne Kalaschnikow raushauen. So, bam, 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 bam. So, hier. Bam, 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 bam. Hier, da hinten auch noch. Bam, 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 bam. Stirb. Stirb, du alter Penner. So, da haben wir auch noch welche. So, Zwangssterilisieren hier. Bam. So, und jetzt hier noch immer rin. Hier, keine Vermehrung. Hier fehlen die Frauen, ja, also hier nicht gegenseitig hier sonst da was anbieten, hier, sowas ist zwar geduldet, aber das, so könnt ihr euch nicht fortpflanzen, das geht nicht. So, zack, hier, bam, bam, bam. So, das sieht Hades nämlich nicht gerne. Okay, zack. Ah, oh, Skelette. So, hier kommt. Mama, 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 mach sie platt. Super duper. Hier haben wir noch eine kleine Kiste. Wow, mit ganz viel Geld, Alter. Mit ganz viel Geld. I have $20 in my bag. Da, 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 da. Ja. Jetzt haben bestimmt ja einige voll von euch einen Ohrwurm, ja, weil, wie schon gesagt, ich habe ja so eine engelsgleiche Stimme. Immer wenn ich einen Song rausknalle, dann, das klingt halt wie das Original, ja. Also, wer was anderes behauptet, der ist ein verdammter Lügner. Lügner bist du, ja. Wenn du behauptest, dass ich nicht einen engelsgleichen Gesang habe, ja, dann, weiß ich auch nicht. Dann solltest du echt mal losgehen und dir die Ohren waschen, ja. Weil du hast Morium in deinen Ohren, muss ich sagen, ja. Das hat meine Oma auch schon immer behauptet. Jeder, der das nicht hört, der hat Morium in den Ohren. Ah, hier ist eine Panik. Boah, jetzt kommen hier diese Arschkrampen an, ja. Mit ihren gepeinigten Seelen. Verstopfungsdrüsen. Räuberisches, was auch immer. Oh Gott! Laktoseintolerant! So. Ja, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Werbung hier für Laktostopp. Laktostopp. Dass du auch wieder Käse essen darfst. Bam! Oh meine Güte. Okay, haben wir.
15% Angriffsgeschwindigkeit. Wow. Wow, das ist ja hier übel geil. Das Problem ist, dass die Waffen übel klobig aussehen. Aber die besten halt sind im Spiel. Das finde ich übel kacke. Aber nun gut, muss man halt mit durch, wa? Also, wie schon gesagt, weil der hadesianische Bereich hier, der Hades-Bereich, das ist halt der letzte Bereich. Der letzte Akt dieses Spiels und in den einzelnen Akten geht es ja auch um Levels. Ja, und natürlich die mit den höchsten Leveln, die haben die besten Werte, beziehungsweise halt die stärksten Grundwerte. Und ja, da bist du halt ja Arsch. Du kannst ja halt nichts am Model ändern. Und du bist dann halt wirklich gearscht, hier irgendwelche dämonischen Waffen anlegen zu müssen. Bloß weil uns das Spiel dann sagt, das hat die stärksten Grundwerte. Vor dem Krieg, wir wurden alle aus der Essenz. Ja, so sieht's aus. Jetzt holen wir uns hier nochmal ein paar kleine Quests an. Einige von uns. Beziehungsweise holen uns einfach mal die Quests. Ich habe versucht, zu den Feldern Elysions zu gehen. Vielleicht sollte, wenn es Elysion ist. So, warte mal. Nee, der möchte nichts weiter. So. Hier haben wir noch ein paar. Ein Sterblicher. Ich kann dein Blut riechen. Ich erinnere einen Berg. Ein Berg? Ein Berg! Früher hat man gesagt ein Stein, aber der sagt jetzt schon mittlerweile ein Berg. Ich bin der Albert Einberg. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Albert Einberg. Wie geht's dir? Ganz gut und selbst. So. Willkommen, Sterblicher. Ja, hier und so, ne? Die Nina, ja, musst du aufpassen. Die hat ne? Und so, weißt du? Und dann hat hier der Jung, ja? Da musst du aufpassen, dass der nämlich nicht hier wieder mit Slatko und so hier, ne? Weißt du? Weißt du wie, wa? Ne? Hier. Die Nina. Ja, ich mag das immer, irgendwelche NPCs zu verarschen. Aber das ist halt. Es ist halt kompliziert, ne? Es ist halt kompliziert. Was haben wir denn hier noch so Feines? Wow. Guck mal, ich bin Triton. Ich bin Triton! Der Vater von Ariel! Woo, 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 woo. Spin around, baby! Spin around! So, nee, komm. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle meine Aufnahmepause machen. Und viele Leute werden jetzt gerade wahrscheinlich die Hände zusammenschlagen und sagen, Gott sei Dank! Oh, Gott sei Dank, halt dein Maul und geh offline und mach morgen weiter. Du gehst mir auf die Eier, auf die Ketten gehst du mir, du elendiger Penner. Ist in Ordnung. Finde ich auch vernünftig, dass ihr das so seht. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns hier an derselben Stelle wieder. An diesem Baum, ja, hier hing sogar schon Ragnar Lockbrock, ja, aber der ist leider nicht gestorben, weil ein Rabe und so abgebissen hat, hier den Geigenstrick. Aber das ist jetzt ein Spoiler gewesen, das habt ihr nicht von mir, weil ich spoiler nie. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen hier wieder. Dann sage ich mal, ne, lass uns Hades ficken, töten, ja. Und in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Tschüss.